Einen schönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren. Unser Thema heute ist ungewohnt und für Sie möglicherweise eine komplette Umkehrung dessen, was Sie gewohnt sind. Hier in Deutschland sind Christen in der Mehrheit. In vielen Teilen der Welt ist das anders und das hat Folgen. Wir wollen heute die Situation der Christen im Nordirak beleuchten. Unser ZDF-Korrespondent Uli Gag war bis vor 3 Wochen in dieser Region und ich begrüße ihn heute Morgen herzlich in unserer Sendung. Schönen guten Morgen, Uli. Guten Morgen. Ich würde vorschlagen, wir beginnen mit den christlichen Flüchtlingen. Schauen wir uns zunächst mal einen Film an, gemeinsam, den 37-Grad-Autorin Iris Polaschek vor wenigen Tagen im Nordirak gedreht hat. Unsere Reise in den Nordirak beginnt in Gießen. Hier treffe ich Mike Malke. Er trägt ein Kreuz. In anderen Ländern werden wir dafür umgebracht, weil wir sichtbar unser Glauben nach außen hin zeigen. Sie demonstrieren für eine Schutzzone für Christen im Nordirak. Ende September ist das. 2 Wochen später fliege ich mit ihm hin. Von Erbil fahren wir mit dem Auto 140 Kilometer nach Lalesch, zum Heiligtum der Jesiden. Mike ist Christ. Seine Vorfahren stammen aus der Region. Unser assyrischer Übersetzer singt. Der Islamische Staat verfolgt die Jesiden. Deswegen sind viele hierher geflohen. Ein Mädchen setzt sich auf Mikes Schoß. Einfach so. Geborgenheit ist sein kostbares Gut. 13 aus der Familie sind vom Islamischen Staat verschleppt worden. 3 Frauen, 7 Kinder und 3 Männer. Seit dem 20. September haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Wo ist meine Oma? Ich will meine Oma wieder haben. In Erbil will Mike nicht ins Flüchtlingslager gehen. Was ist los? Geht's nicht gut. Ich wollte nicht rein. Ich wollte da nicht rein, weil ich nichts machen kann. Gottesdienst in der syrisch-orthodoxen Kirche St. Josef in Duhok. Hier beten Flüchtlinge aus der Ninive-Ebene. Als Wiege des Christentums wird die Ninive-Ebene bezeichnet, sogar als Wiege der Zivilisation. Jetzt werden dort wieder Menschen gesteinigt. Seit 1500 Jahren ist es das erste Jahr, der Erzbischof von Mosul versucht sich daran zu gewöhnen, dass er ein Flüchtling ist. Wie alle Überlebenden seiner 125.000 Gemeindemitglieder. Verzeihung. Es ist das erste Jahr, dass wir außerhalb unserer Kirche beten. Das Volk wurde einfach so hinausgeworfen, als ob es keinen Beschützer hätte. Es gibt keine Ehre mehr auf dieser Welt. Es gibt keine Ehre. Es gibt keine Hilfsbereitschaft. Es gibt nichts mehr. Es gibt keine Menschlichkeit mehr auf dieser Welt. Alle, die behaupten, sie vertreten die Menschenrechte, sie alle sind Lügner. Sie alle sind Lügner. Seit 3 Monaten schreien und rufen wir, dass dieses Volk auf die Straßen geworfen wurde. Helft uns, bevor der Winter kommt. Mike Malke und ich fahren zu anderen, die nicht auf Hilfe warten wollen. Die versuchen, sich selbst zu helfen, mit Gewalt. Zu den Peschmerga, den kurdischen Kämpfern. Sie bringen uns an die Front. Das ist die Hilfe. Als uns der General erklären will, welche Waffen er unbedingt braucht, drängen seine Männer uns in Panzerwagen.
Vielleicht schießen uns. Hier. IS-Kämpfer auf der anderen Seite hätten uns entdeckt. Dort gäbe es Bewegung. Kurz danach explodiert an der gleichen Stelle eine Granate. Diese Bilder haben wir nicht gedreht. Die hat Simon Jakob mit dem Handy gemacht. Er ist Vorsitzender des Zentralrats orientalischer Christen in Deutschland. Die Bilder hat er an der Front in Syrien aufgenommen. Jetzt präsentiert er sie anderen Kämpfern, hier in einer Stellung bei Dohuk. Christliche Milizen nennen sie sich. Und auch sie wollen Waffen. Wir wollen Hilfe aus Europa und Amerika. Denn wir sind wirklich Kerle, die kämpfen können. Er sagt, er sei 19 Jahre alt. Selbst wenn das stimmt, er wäre gerade mal halb so alt wie die Waffen, die er trägt. Uli, wir haben hier eine Situation, die ich mir kaum vorstellen kann. Faustrecht, es geht wirklich nur darum, wer der Stärkere ist. Da spielen die Christen nur als Teil dieser ganzen Sache eine Rolle. Wie haben Sie die Situation der Christen erlebt? Die Christen sind Verschiebemasse. Niemand nimmt die Christen eigentlich richtig ernst, was ihr Anliegen ist. Wir haben das gesehen in Mosul. Manche Christen sind vor einigen Monaten aus dem Umfeld nach Mosul vertrieben worden, haben sich in Mosul vielleicht eine neue Existenz aufgebaut, sind nach Karakosch ins Kurdengebiet wiederum geflüchtet vor der IS und dann nach Erbil. Es ist ein ständiger Verschiebebahnhof. Die Leute werden ständig weggeschickt. Und was den Leuten blüht oder wie brutal dieses System der IS ist, kann man vielleicht daran erkennen. Der Erzbischof von Mosul hat mir erzählt, ein 12-jähriges Mädchen ist der IS in die Hände gefallen und musste dann den Emir in Mosul, den Vertreter der IS, dort heiraten. Das sind Dimensionen, Gewaltexzesse, die da stattfinden, die wir eigentlich gar nicht mehr begreifen, die in unser Sozialisationsbild gar nicht mehr passen. Wir haben uns ja zwischendrin ein bisschen unterhalten. Also bei den Jesiden ist die Situation so, dass sie ihre Frauen, Kinder zurückkaufen müssen über den Sklavenmarkt von der IS, womit Geld generiert wird. Das kann doch eigentlich auf Dauer keinen Frieden geben. Es wird auch keinen Frieden geben. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung der IS ist, im Nordirak, auch in Syrien nicht, aber irgendwann wird sich diese Situation verändern, weil der Druck der Kurden, auch der westlichen Allianz möglicherweise so stark ist, dass die IS aus bestimmten Bereichen wieder sich zurückziehen muss. Mit der Folge, dass es eine Flüchtlingsbewegung in die andere Richtung gibt, oder? Wenn ich mit den Leuten, mit den Jesiden rede, die betroffen sind, die sagen uns, wir wollen zuerst unsere Frauen und Kinder zurückhaben, die auf diesen Sklavenmärkten feilgeboten werden. Wir wollen unsere Toten da, die bei Exekutionen getötet wurden, ordentlich bestatten. Und dann werden wir uns an den rächen, die uns das angetan haben. Das sind ihre Nachbarn, sunnitische Araber, die Haus in Haus mit ihnen wohnen, vielleicht im Nachbardorf gewohnt haben, die sie identifiziert haben bei diesen Exekutionen, bei diesen Vertreibungen. Und die wollen sie töten, sie wollen Rache nehmen und dann auch ihre Familien vertreiben. Also die Situation, die wir jetzt haben, die Katastrophe, wird eine zweite Katastrophe irgendwann nach sich ziehen. Klar, wenn man über Religion spricht, spricht man auch über die Freiheit der Religionsausübung. Aber mein Eindruck ist, dass es überhaupt nicht um Religion geht. Dass es um strategische Stellungen geht, zum Beispiel in Kobane, dass es um Öl geht und Öltransport geht, dass das eigentlich im Vordergrund steht. Mir ist nicht bekannt, dass ein Osama Bin Laden seinem Sohn eine Sprengstoffweste umgebunden hat, gesagt, du sprengst dich jetzt in die Luft, wir sehen uns dann im Paradies. Das lässt man immer die Dummen machen, die Ungebildeten, die Fanatisierten, diese Kriege führen, die eigentlichen Führer, die halten sich im Hintergrund, die wissen wahrscheinlich auch, dass es nicht ganz so ernst gemeint ist, was sie alles erzählen. Es geht ums Öl, was wir im Nordirak sehen. Da ist der IS immer dort vorgestoßen, wo die Wege zum Öl waren oder eben aber Ölquellen. Die Kurden übrigens haben das Gleiche auch gemacht. Sie haben die Hand auf die Ölreserven des Irak gelegt in diesem nördlichen Bereich. Also es geht um handfeste Interessen. Es geht um Geld. Und es geht nicht um Religion. Religion mag das die Triebfeder sein, ja. Religion mag der Anlass sein. Religion wird mit Sicherheit dazu missbraucht, um die Leute zu radikalisieren, sie zu fanatisieren, sie für ihre Zwecke einzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass es in letzter Konsequenz nur um Religion geht. Ganz kurz zum Schluss würde ich noch gerne wissen, wer sind eigentlich diese ISIS-Leute, die ja mit solcher Brutalität jetzt vorgehen?
Ich glaube, es sind vielfach, zumindest die, die handeln, die agieren, die kämpfen müssen, sind vielfach gestrandete Leute, sind Leute, die eigentlich vom Leben enttäuscht sind, die kaum eine Perspektive haben, die jetzt, die vielleicht immer der Underdog waren und jetzt plötzlich derjenige mit der Waffe sind, derjenige, der eine große Rolle spielt. Es ist vielleicht eine Chance des Aufstiegs, des sozialen Aufstiegs, des Beutemachens, ein wichtiger Punkt, auch Frauen zu erbeuten. Gerade bei den Jesiden war das ganz deutlich zu sehen. Ich glaube, das sind viele, die gestrandet sind oder keine Perspektive hatten und die jetzt in diesem neuen Konflikt die Chance sehen, irgendwo nach oben zu kommen. Vielen Dank für das Gespräch, Uli Gack, und vor allen Dingen viel Glück. Erfolg will ich gar nicht sagen, aber viel Glück, weil Sie brechen ja demnächst wieder auf. Wir bleiben im Nordirak. Im Grunde genommen handelt es sich ja um ein Gebiet, das Sie als Mesopotamien, also als Paradies aus dem Alten Testament kennen. Heute ist dieses alte Kulturland ein hart umkämpftes Gebiet, in dem Städte wie Kirkuk, Mosul, Bagdad, Kerbala und viele andere liegen. Die Christen in der Region verstehen sich als die ältesten Christen der Welt. Manche von ihnen sprechen sogar noch Aramäisch, also die Sprache Jesu. Wir haben einen von ihnen getroffen in Deutschland, wo er Hilfe organisiert für den einstigen Garten Eden, das verlorene Paradies. Erschöpfte Alte, schlafende Kinder. Flüchtlingslager bei Dohuk im Nordirak. Auf Decken, unter Brücken, in Zelten. Tausende Christen suchen Zuflucht vor der Terrormiliz Islamischer Staat. Emanuel Yukana schaut sich die Handyfotos und Videos an, die ihn aus der Region erreichen. Viele von verzweifelten Mitgliedern seiner Gemeinde. Yukana ist assyrischer Erzdiakon, Pfarrer im Nordirak. Die größte Herausforderung ist gerade, das Leben der Menschen zu retten. Und ich spreche vor allem für die Kinder. Es gibt dort tausende Kinder, die ausgehungert sind, viele von ihnen nackt, ohne Schuhe, ohne Kleidung. Sie sind in großer Gefahr. Einen Großteil des Jahres verbringt Yukana in Gemeinden in der Dohuk-Region, feiert Gottesdienst mit ihnen. Sonst ist er in Deutschland, hat vor 20 Jahren CAPNI gegründet, Christian Aid Program Nordirak. Damit wollte er das Leben der Christen mit deutschen Spenden schrittweise verbessern. Doch jetzt ist alles in Auflösung. Jetzt braucht er die gleichen Unterstützer Caritas, Diakonie für Katastrophenhilfe. Es sind nicht nur die materiellen Bedürfnisse, welche die Flüchtlinge haben. Sie sind Opfer einer durch Menschenhand verursachten Katastrophe. Es ist keine Naturkatastrophe. Die Menschen werden von ihren Nachbarn verfolgt und bedroht. Heute ist Volker Baumann zu Gast von der Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Er hat den Priester vor kurzem im Nordirak besucht. Jetzt in Deutschland hat er Geldspenden organisiert und Medikamente. Heute überreicht er dem Priester zwei Koffer. Ich war im Irak vor kurzem. Dort habe ich eine Familie getroffen, die im Prinzip nur Sommerkleidung haben. Und ich habe sie gefragt, was ist die größte Sorge für euch? Der nahe kalte Winter. Ich habe gesagt, ich sammle für euch Winterkleidung hier in Deutschland und das bringen wir dorthin. Jeder kann etwas tun, kann beten und wirklich Gott anflehen, dass er eingreift, dass er auch die Wege, die Hilfswege ebnet. Er kann Geld spenden, auch das wird überwiesen mit großer Abrechnung, guter Abrechnung hinterher. Aber auch ansonsten hier in Deutschland auf das Schicksal der Christen und der anderen Minderheiten hinzuweisen, halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Denn so weit von Deutschland ist das gar nicht. Und wir in Deutschland müssen aufwachen, dass uns nicht das Gleiche passiert, was momentan in dem Irak einfach Tag für Tag passiert. Kurz nach unserem Dreh ist Emanuel Yukana wieder in den Nordirak gereist, trotz aller Katastrophenmeldungen. Seine Familie unterstützt ihn. Gerade jetzt ist es auch so, dass Papa das braucht, dass man immer mal wieder mit anpackt und irgendwelche Aktionen mit ihm organisiert und plant und dass man vor allem auch hier vor Ort für ihn Ansprechpartner ist, weil er selber ja eigentlich praktisch dort lebt. 1994 brachte er seine Familie aus dem Irak. Zuvor hatte er vor dem Bundestag über die Situation der Christen berichtet. Da schossen Unbekannte eine Granate auf sein Haus. Sicher, sagt seine Tochter, sei sie im Irak nur noch, wenn sie konvertiere. Zum Islam konvertieren, damit ich nach Hause gehen kann, das ist für mich so das Unvorstellbarste überhaupt. Ich bin in meinem Glauben befestigt und damit groß geworden. Und allein schon, dass das geäußert wird, dass man, wenn man jetzt konvertiert, bleiben kann, das ist so unvorstellbar, weil der Irak eigentlich immer so ein multireligiöses, multikulturelles Land war.
Und dass jetzt aber plötzlich diese Dominanz des Islam herrscht und die Christen aufgefordert werden, sich zu verändern, und das ist ja gerade etwas, das Wesen eines Menschen ist ja auch seine Religion, und das kann ich mir einfach absolut nicht vorstellen. Eigentlich wollte Erzdiakon Emanuel Jukana ein paar Tage bei der Familie in Deutschland zur Ruhe kommen, durchatmen. Doch dann hielt er es nicht aus, flog wieder hin in den Nordirak. Denn jetzt, das sagt er uns noch, sei es Zeit zu handeln.